Moin, der Wolfgang vom schönsten Ort Europas, St. Peter-Ording. Ja, mit Spielwaren Wunderkind. Aus dem Hause Habermas, aus der Serie Logic Games, Milos Wasserpark. Ein Multiquest-Solitärspiel mit vielen, vielen Aufgaben, bei denen es darum geht, eine Kugelbahn zurechtzuschieben. Wie das genau funktioniert, zeige ich dir jetzt. Das ist das Spielmaterial, welches mit Milos Wasserpark mitgeliefert wird. Wir haben 13 sehr stabile Spielplättchen, wirklich sehr, sehr stabile Spielplättchen, die von der einen Seite immer mit einem Kreis, manche mit, manche ohne Loch, dargestellt sind und auf der anderen Seite immer unterschiedliche Kugelbahnelemente besitzen. Diese gilt es entsprechend der Aufgabenstellung in diesem Heftchen vorzubereiten. Das heißt, ihr legt dann anschließend die Plättchen so hier hinein auf die Spielfläche, dass es genau so dargestellt ist, wie es die Aufgabe verlangt. Und dann müssen die einzelnen Elemente so verschoben werden, dass die Kugel, hier vorne, das da vorne, das ist die Kugel, dass die Kugel über die Bahn ins Ziel gelenkt werden kann. Aufgabe 1, ihr seht schon, das ist eine ganz einfache Sache, das heißt, der wird darüber geschoben und schon würde die Bahn funktionieren. Wir nehmen mal eine etwas komplexere Aufgabe. Nehmen wir mal Aufgabe 20. So, das ist Aufgabe 20 und wir bauen das Ganze jetzt einmal so auf. Wir fangen hier unten mit dem lilanen, helllilanen Element an. Gefolgt von dem orangenen, ich nehme den orangen Kreis, drehe das um, dann ist das das entsprechende Bauelement. Dann kommt der schwarze, das ist der Kreis mit dem Loch. Das ist schon relativ anspruchsvoll, weil während ich jetzt gleich die Kugel da durchbalanciere, vorausgesetzt natürlich, ich brauche das Element überhaupt, es gibt nämlich auch Aufgaben, da werden die vorhandenen nicht benötigt, darf es hier nicht hinein, darf die Kugel dort nicht hinein. Ist sie da einmal drin, kommen sie von allein nicht wieder raus. Also, da ist Fingerspitzengefühl gefragt. Dann nehmen wir das gelbe Element, das da oben drüber gesetzt wird. Das hellgrüne, das kommt hier hin. Der dunkelblaue dort. Das braune Element hier. Und das dunkelgrüne dort vorne hin. Jetzt kommt noch das Start- und das Zielelement. Die werden hier hingelegt. Hier kommt das Startelement. Dort unten kommt das Zielelement. Und die Kugel mit dem Ring wird hier positioniert. So. Und jetzt soll gleich durch Verschieben der Plättchen und durch anschließendes Kippen der Spieleschachtel die Kugel den Weg hier ins Ziel finden. Was können wir machen? Also wir können den erstmal hier rüber schieben, den dorthin, den dorthin, den dorthin, den dorthin, den dorthin. Dann könnte der so, denke ich mir das, so und so. Okay, jetzt haben wir das schon mal vorbereitet. Jetzt haben wir das Problem, was ich gerade sagte. Ne? Ich sagte gerade, wir dürfen hier nicht reinfallen. Schauen wir mal, ob das klappt. Ich schiebe die Kugel hier rüber, dahin und jetzt vorsichtig, unten rum, ja und... Ha, großartig gelöst. Aufgabe 20 von 60. Auf der Rückseite steht natürlich die Endposition abgebildet, wie es denn sein muss. Und hier vorne in dieser Reihenfolge müssen die Felder verschoben werden, damit aus dieser Ausgangsposition das entsteht. Lösungen gibt es selbstverständlich zu allen Spielen mit, zu allen Aufgaben mit dabei. Und das wird nach hinten richtig komplex. Immer der kürzeste Lösungsweg. Probiert es aus. Ein richtig tolles Multiquest-Solitärspiel für Spieler ab, also wir würden sagen, ab 4 Jahre aufwärts mit etwas Moderation. Haber gibt es ab 6 Jahre an. Ich finde es einfach klasse. Material gut, Spielidee gut, Umsetzung gut und schön, dass auch die Firma Habermas wieder etwas im Multiquest-Solitärbereich entwickelt hat. Und dieses Mal auch für etwas ältere Kinder. Gut, prima. Bedanke mich fürs Zuschauen. Bleibt uns wohlgesonnen, bleibt gesund und vielleicht demnächst hier am schönsten Ort Europas in St. Peter-Ording. Der Wolfgang.